Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 175 und wir sind immer noch, beziehungsweise wir starten wieder in Alerias Feste. Ja. Ach, das ist jetzt halt Blödsinn, aber nein, stimmt schon. Wo wir eigentlich hier die Quest abgeben wollten, die man hier abgibt. Wir können jetzt weiter ein paar Samenkörner sammeln und dann gehen wir die Quest ab. Weil diese Peons haben wir ja schon getötet. Da sehe ich auch direkt schon was blinzeln. Sieht ein bisschen aus wie, auch nur ein bisschen wie die Terrorzapfen. Okay. Punishing auch schon. Ziemlich phasenverschobenes Fleisch von den komischen, die immer wieder auftauchen. Die sind auch cool als Jägerpet. Wir haben hier unseren Wolf, wo ich eigentlich gedacht habe, der kann der kann uns diesen Buff geben, aber anscheinend geht das noch nicht mit dem Buff. Oh. So. Alles im Karton hier. Natürlich bekomme ich Akro. Das war nicht so der Teil meines Clans, aber hier. Da haben wir drei Trollsche, zack. Ah, jetzt funktioniert wieder. Gestern, glaube ich, war es. Da hatte das ja nicht so funktioniert. Da scheint ja dann, wird bereits benutzt. Vielleicht haben sie ja einen Server Neustart gemacht die Nacht oder so. Also irgendwann ist too much. Ich hatte auch mal die Tage geguckt, so aus Interesse, ob es eigentlich ein Privatserver gibt von Legion. Und ich habe einen gefunden, beziehungsweise ich habe mehrere gefunden. Allerdings den größten Teil auf Russisch, lustigerweise. Ein paar, die waren englisch. Dann habe ich einen gefunden. Da standen Kommentare, die waren noch gar nicht so alt in den Foren, weil ich gucke immer, ob die auch online sind und wie das ist. Ich mir nicht die ganze Kacke immer wieder runterladen muss. Ja, Ende der Geschichte war, dass ich dann gedacht habe, oh, da könnte man ja mal gucken. Hier, Terrorzapfen. Da könnte man ja mal gucken. Hat schon gesehen bei Server Status offline. Da hab ich gedacht, super, hätte sie das vorher gesehen, hätte sie die ganze Krinte gespart. Was man halt selten findet, ist deutsche WoW-Privatserver, die etwas weiter im Content sind, sag ich mal, wie Draenor oder Legion. Das ist wirklich ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob es daran. Oh. Ich habe gar nicht gesehen, ob es daran liegt, dass man das dann nicht darf oder dass das dann schwieriger ist. Ich habe keine Ahnung. Weil diese Cores, die kann man sich herunterladen, habe ich gesehen. Zum Beispiel für zu Hause einen eigenen Privatserver oder so. Das ginge. Ach, das war Blödsinn, was ich gerade tue. Egal. Das ging nicht. Ich habe das schon mal selber ausprobiert. Zwar jetzt nicht mit Legion oder so, sondern damals mit Draenor. Das hat funktioniert. Das Einzige, was es war etwas verbuggt.
Nur ich weiß halt nicht, inwieweit das funktionieren oder verbuggt wäre, wenn das auf einem gemieteten Server ist. Weiß nicht, weiß nicht. Damals, als Burning Crusade draußen war, ja, gab es ja auch schon einen Privatserver. Dann hatte ich mir auch ein Tiltus, hatte ich mir auch einen PC-Server gemacht, aber der war auch total verbuggt. Ich weiß nicht, ob es dann so eingestellt war in dem Core. Auf jeden Fall hatten teilweise Klassen andere Fähigkeiten von anderen Klassen. Ja, war schon spooky. Aber ich glaube, nee, das tust du nicht an. Und mittlerweile, so die etwas älteren Versionen von WoW als Privatserver, die laufen ja super. Weil ich sagen muss, Cutter habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Mr. Fandaria habe ich ein paar gefunden, die liefen auch super, allerdings war die Resonanz nicht so groß. Sprich, da waren kaum Leute online. Wobei sie mal hier Pandaria, bestes Add-on. Sprach jetzt nicht so dafür, weil keiner da war. Und ich glaube, Blizzard sucht wieder Menschen, die spielen. Weil ich krieg alle Nase lang E-Mails von denen, ob ich nicht wieder spielen möchte. Und da ich mehrere Accounts habe, kriege ich das auf allen möglichen E-Mail-Adressen von mir. Fragt er sich, warum habe ich mehrere Accounts? Weil ich habe mal versucht, Dual Boxing zu machen. Aber das hat nicht so hingehauen, wie ich das wollte. Hatte ich mir nämlich so einen Account erstellt. Den hatte ich gekauft für einen Monat Probe. Oder was man dann am Anfang halt hat. Ich habe das versucht einzurichten, das hat gar nicht geklappt. Ich dann schlussendlich gesagt habe, lassen wir das. Dann habe ich einen Account, das war ein älterer Account damals, wo man noch kein Passwort hatte als Einlass, habe ich geschenkt bekommen von einem Kumpel, weil er gesagt hat, der will nicht mehr spielen. Ich habe gesagt, bevor du die alle löscht, kannst du mir nur geben, oder? Er meinte, ja, kannst du haben. Dann habe ich mir auch noch einen Account erstellt damals, weil ich unbedingt die Reiserakete haben wollte. Ja, und dann schlussendlich hatte ich ein paar Accounts, weil manchen Leuten unterhält man sich so und dann ja, erzählen die, dass die ein WoW mal gespielt haben. Und wieso bin, habe ich dann gefragt, was machst du denn mit dem Account? Ach, da bin dann gesagt, wenn du die Accountdaten noch finden kannst, ja, wenn du willst. Spielen tue ich eh nicht mehr. Ah, die Ut mache ich. Danke. Nächster Account. Da habe ich dann, ich glaube, 4 oder 5 Stück Account bekommen. So war das damals. Aber die meisten habe ich nie aktiviert. Ich habe da mal reingeguckt. Da kann man ja mittlerweile, außer auf die etwas kleineren Chars. Ne, andersrum. Die größeren Chars kann man nicht gucken, aber die etwas kleineren kann man gucken. Dann kann man ja trotzdem mal die größeren angucken in dieser Vorschau. Ja. Manchmal dann durch die 7-Tage-Test, die man machen wieder kann, habe ich schon mal geguckt. Dadurch, dass die meisten Leute so lange offline waren, kriegt man dann von Blizzard irgendwann eine E-Mail oder so, dass man doch nochmal spielen
soll und hat nochmal so eine Probezeit. Ich glaube 10 Tage oder 7 Tage ist das manchmal. Und dann habe ich mir die angeguckt. An denen die meisten sich um meinen Server waren, konnte ich da auch nicht so viel machen. Ich habe da geguckt. Total toll. Ja, und dann hatte ich noch einen. Ich glaube, schlussendlich hatte ich dann quasi 3 eigene, gekaufte und den Rest geschenkt. 7 oder 8 Accounts. Und ein paar von meinem Bruder, weil der hat auch immer wieder neu angefangen. Schon gesagt, wenn du zurückkommst oder wenn du wieder spielen willst, sag Bescheid. Ich ändere das Passwort nicht. Und irgendwann schrieb mich dann irgendjemand an. Tja. Ich so, aber ja, ich bin es, dem Bruder, blablabla, sollen wir das machen? Ich so, warum hast du nichts gesagt? Hättest du wieder mit deinem Account spielen können, da sind ja auch noch den ganzen Charakter drauf. Ja. Ich keine Lust zu, wollte wieder neu anfangen. Gut. Der hatte dann, ich glaube, aber der hat die alle selber gekauft. Ich glaube, 7 oder auch 8 Accounts hat er nachher gehabt. Und 2 davon hat er mir gegeben. Das, ja. Ich fand das immer traurig. Aber man hat das ja erspielt. Also in seinem Fall jetzt, weil er hat das erspielt und irgendwann sagt er, nö, er hat keinen Bock mehr auf WoW. Kannst du Account haben. Und da ist es jetzt nicht so, als wenn er nur, sag mal, Level 20 die Charakter gespielt hat. Er hat die wirklich bis High Level gespielt, dann hat er die teilweise geskillt. Aus dem Beruf hat er die gemacht. Dann hat er, also das gibt man hier mit Sachen gekauft für die da halt schnell reiten und so. Schnelles Reiten. Ganz schnelles Reiten. Das hat er wohl immer gemacht. Er hatte zwar die Kohle, aber er hat das, was er da gespart hat, direkt für schnelles Fliegen und so ausgegeben. Die schnelles Reiten. Ja. So, jetzt müssen wir zu Eisenkiefer. Da, ach, guck mal, das sind, ja, das sind die. Die hab ich schon nie gesehen an den Bäumen hängen. Die komischen Kastanien, die wir gesammelt haben, die Leuchtekastanien. Diese Eisenkiefer ist, ja, so ein komischer Leguan, sag ich mal. Nicht so ein weißer, sondern ein anderer. Ihr wisst, was ich meine. Gucken, sieht so leer aus. Gibt aber 67 Leute. Ach Quatsch, das war der Eisenkiefer, das war ja der Wolf. Voll verdammt. Gelesen habe, habe ich gedacht, es ist eigentlich Elite, aber der war nie Elite. Schwer zu fassen. Oh, was haben wir da denn? Platte, naja. Platte können wir nichts mit anfangen. So, und wenn wir jetzt in der Nähe sind, können wir auch die eine Quest abgeben, die wir gestern gemacht haben. Schön, schön, schön. Dann können wir da nämlich direkt gucken, ob es da auch andere Quests gibt. Ja, zumindest weiß man, wo es ungefähr aushängen. Komischen Dinger. Ne, sieht aber nicht danach aus, als wenn es da noch Quests andere gibt. Vielleicht so als
Folgequest. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt Let's Play WoW, damit es natürlich auch spannend bleibt. Schön, dass ihr geguckt habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf Wiedersehen.